Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück hier bei Sims 4 und unserer tollen Familie. Ja, wir sind hier gerade im Zimmer von Lucien und Felix. Die hatten einen, naja, teilweise nicht so angenehmen Schultag und brauchen unbedingt ein bisschen Spaß, bevor sie ihre Hausaufgaben machen. Und da dachte ich mir, sollen sie doch mal wieder ein bisschen mit den White-Kreaturen spielen. Das haben sie schon länger nicht gemacht. Und ich möchte hier noch ein bisschen kurz was verändern, denn wir haben hier den falschen Bären die ganze Zeit und das geht nicht. Ja, das müssen wir unbedingt ändern. Und deswegen, ups, gehen wir kurz in den Baumodus rein. Hallo? Ach, das Spiel mal kurz. Es sind ein bisschen doch wieder viele Mods geworden, die ich installiert habe. Aber größtenteils sind es ja jetzt Haare. Und ja, so, schauen wir mal. Kinder, ich habe unseren Frosty-Bären wieder. Und deswegen, der muss natürlich unbedingt wieder her. Hier ist er. Weil das ist Luciens Bär. Und da gibt es keinen anderen. Eigentlich, ja. Deswegen muss der natürlich wieder her. Kennen wir ihn schon? So. Mit dem hat Lucien ja gespielt, wie er noch klein war. Hat er sehr lieb gehabt. Und das würde ich gerne für unseren Felix auch etwas. Und vielleicht ein kleines Kätzchen. Warum nicht den mit dem Zylinder? Kriegt auch ein CC-Kuscheltier. Ach, das Weiße ist süß. So. Kriegt auch ein Kuscheltier, ein CC. Und natürlich darf Sebastian nicht fehlen. Er hat jetzt zwar seine Giraffe neben seinem Bett, aber ich finde, es könnte ruhig noch eines auch dazu bekommen. Und zwar dieses kleine Füchschen. Als kleine Anspielung auf das kommende Accessoire-Pack, worauf ich mich schon sehr freue. Und da gibt es ja so einen kleinen Fuchs-Sweater. Und den weiß ich schon, dass der auf jeden Fall für Sebastian sein wird. Nein, das sind ja nur die Toddler. Oh nein, das ist Blödsinn, das geht ja gar nicht. Das sind ja nur Kleinkinder und das Wäsche ist ja keiner mehr. Schade, das geht ja gar nicht. Oh. Dann könnt ihr eigentlich Felix hier bekommen. Aber es passt nicht so zu Felix. Ach, das ist echt schade. Das ist wirklich. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Stimmt ja. Das ist blöd. Und ich habe uns wieder die. Ups. Die hier gekauft. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das eigentlich. Das sind diese großen Tiere als kleine Spielzeuge. Und. Habe ich denn noch eines? Ich glaube, das ist das einzige, oder? Das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall kriegt er jetzt noch ein paar Dinos her. Ich muss mir unbedingt noch den Hai wiederholen. Und irgendwas hatte ich noch. Genau, dass sie einfach noch ein paar Spielsachen mehr haben. Wollte ich noch irgendetwas? Irgendwas wollte ich noch. Aber ich weiß nicht. Ah, doch, ich weiß schon wieder was. Ich wollte hier noch die Wintersachen abhängen. Eigentlich, bald könnten wir sie ja wieder hinhängen. So lange dauert es jetzt auch nicht mehr. Aber jetzt, sie passten nicht mehr bei den Fenstern. Bei den neuen. Gut, dann können wir ja auch weitermachen. Das war, was ich noch schnell machen wollte. Felix? Du schnappst dir das Fruchtparfait. Ist das noch gut?
Ja, das ist noch gut. Ah, du schnappst dir das da? Ah, das ist auch noch gut. Andere, gehen wir mal gleich in den Eiskasten. So. Damit das nicht schlecht wird. Aber es ist okay, dann kannst du wenigstens was essen. Jo. Sarah ruht sich dabei aus. Ein bisschen zumindest halt. Und ist okay. Das wird schon gehen. Die Jungs sind ja da. Sind nicht so weit weg. Die spielen ein bisschen. Machen dann noch ihre Hausaufgaben. Ja. Und so Lucien geht es nicht so gut wegen dem Lätzchen. Und Sebastian ist auch total angespannt. Er braucht einfach ein bisschen Vergnügen. Gut, er ist Einser-Grundschüler. Da. Da darf er das natürlich. Und wie schaut's aus? Ihr kämpft immer noch. Gibt schon einen Sieger? Nee, Sarah ruht sich übrigens deswegen aus, denn ich hätte vor, mit den Kleinen mal in den Park zu gehen. Und da muss sie dringend ausgeruht sein. Dann werden wir mal Felix mitnehmen. Und die beiden Jungs. Wird das bestimmt anstrengend. Wichtig ist, dass wir auch was zu essen mitnehmen. Dürfen wir nicht vergessen. Aber schauen wir erstmal ein bisschen den Jungs beim Spielen zu. Man sieht gar nicht, wer von den beiden gewinnt. Es sieht ziemlich gleich aus. Oh, ich mag die Schwebelampe, die ist so cool. Ich glaube, ich werde noch mal das Zimmer von den beiden umtun, weil mir fehlt jetzt irgendwie ja der Sternenhimmel. Zwar klar, wir haben jetzt hier die Geister, aber das war, da war es halt noch nicht draußen. Da werde ich mal überlegen, ob ich die nicht eine Wand noch austausche wieder gegen den Sternenhimmel. Geld ausgegeben. Wo wurde Geld ausgegeben? Nein! Jack ist wieder zu Hause. Oh, was ist mit ihm los? Braucht einen Tag frei. Ein freier Tag könnte richtig die Antwort auf den steigenden Stress bei der Arbeit sein. Oh. Und Lucien hat verloren. Oh. Er ist jetzt wütend. Okay, deswegen muss man nicht wütend sein. Oh, vermöbelt worden. Was für ein schweißtreibender Kampf gegen einen verbissenen Gegner. Vergiss das besser. Och, ach, Lucien. Es ist nicht schlimm, wenn man einmal verliert. Und du hast ein Zimmer, wo du deine Hausaufgaben eigentlich machen kannst. Aber okay. Und dir geht's schon mal besser. Und freu. Wieso ist hier. Okay, ich habe keine Ahnung, warum, aber gut. So, dann schauen wir mal, ist das zu essen für unseren Jack hier drinnen? Oh, ich sehe jetzt warum. Moment, dann musst du das leider erstmal reparieren und hier ein bisschen sauber machen. Mia! Hey Jack, ich bin's Mia. Wie wär's mit einer Verabredung? Ich würde gerne im Wellness Center. Ich würde eigentlich gerne. Aber wir haben noch das ganze Wochenende. Ja. Ich gehe mit. Ich komme mir. Das ist gut, weil die ganze Zeit rennt sie uns ja eigentlich immer weg. Und da finde ich es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Gar, ich wollte jetzt mit den Kindern eigentlich in den Park gehen. Aber das könnten wir auch noch morgen machen. Und ja. Beim letzten Date, wo wir sie mitgehen. Also, es war ja kein Date, weil wir haben mit der ganzen Gruppe. Aber das letzte Mal, wo sie mitgenommen haben, ist sie uns wieder abgehauen. Und es wäre mal nicht schlecht, die beiden zusammen alleine halt, dass sie sich vielleicht mal ein bisschen jetzt Zweisamkeit. Vielleicht ist mir einfach schüchtern und in der Gruppe ist ja das vielleicht ein bisschen zu viel. Das könnte ja genauso sein. Also gucken wir mal.
Ich hoffe, dass sie dann auch hier bleibt und so eine Verabredung im Wellness Center. Jack braucht gerade ein bisschen Urlaub. Ja. Deswegen ist das gar nicht mal so schlecht, die Einladung von ihr. So, dieses Wellness Center übrigens. In 30 Minuten beginnt ein Yogakurs. Da werden wir gleich mitmachen. So, schauen wir mal. Oh, und Ian ist auch schon wieder von der Arbeit zurück. Gut, Yogakurs. Wo? Ah, hier. Da machen wir doch glatt mit. Nee, wo ist der Yogalehrer? Ich möchte gerne mitmachen. Halt. Das schaut aus. Das ist die Yogalehrerin. Ja, genau. Ich möchte da bitte teilnehmen. Die schaut zwar ein bisschen böse aus, aber okay. Also wie gesagt, das Wellness Center habe ich aus der Galerie gefunden. Ich habe es dort entdeckt. Ich habe es nur ein klein bisschen verändert. Es war super, nur mir haben die Farben halt nicht ganz gefallen. Und habe hier einfach noch das Grundstück angepasst drauf. Also es ist ein super süßes Wellness Center. Und richtig im asiatischen Stil. Und ihr seht, wir können hier auch Sport betreiben. Dann können wir halt hier auch was essen, eine Kleinigkeit. Hier unten können wir uns auch massieren lassen, da ist auch Mia. Hier könnten wir auch noch ein bisschen was. Hier haben wir sogar eine Sauna. Könnten wir danach noch mit Mia reingehen. Ja. Das hat nur die zwei Stockwerke. Wir haben wir da? Oh, mal wieder den Förster. Und hier haben wir Monika Schäfer. Und wer ist unsere... du hältst uns gerade ab. Ich wollte eigentlich... Hallo? Ich wollte am Yogakurs. Lo von Florian über Vampir... Ich wollte doch da mitmachen. Oh, da muss ich jetzt selber üben. Okay. Es hat nicht mehr gezählt gehabt. Das ist doof. Kim Brandenburg. Hallo Kim Brandenburg. Ich wollte eigentlich am Kurs teilnehmen. Das ist doof. Aber ich finde es lustig, mit Jack Yoga zu machen. Naja, nach den ganzen Schwangerschaften hat er es schon ein bisschen nötig. Jack, die liegen alle am Boden. Komm, das kannst du auch. Ja, komm, komm. Oh, zeig den Popo. Ja. Ja. Ein bisschen an den sexy Hintern gucken. Okay. Aber... Ich möchte jetzt gerne zu Mia. Eigentlich haben wir ja eine Verabredung. Wenn ich sie wieder finde. Mia? Das ist doch wirklich immer dasselbe. Immer dasselbe. Verbesserte Posen. Übung macht den Meister. Frischluft. Ja. Ist die Frage, wo ist sie wieder? Mia? Also hier ist sie mal nicht. Und hier oben ist sie auch nicht. Sie ist schon wieder verschwunden. Das gibt's auch nicht. Da lädt sie uns ein, hier mit uns zu entspannen. Ach, da ist sie. Da ist sie ja. Jo, na mir? Das ist halt, das tut gut, hä? Das tut auf jeden Fall gut. Zusammen ein bisschen entspannen und vielleicht auch mal massieren ruhig, ja.
Oh. Und warum nicht auch noch ein bisschen rumschmummeln? Ich meine, oh, das tut gut, hä? Das ist schön, Mia, hä? Mal auch ein bisschen ihr zwei, hä? Nur ihr zwei. Oh, wusch, wusch. Oh, sie muss dringend mal aufs Klo. Okay. Dann starr ich eben unseren Track an. Also, wie gesagt, ich muss schon sagen, aber wir haben nur noch eine halbe Stunde mit der Verabredung. Oh, das ist, ja. Das ist doof. Ach, das ist, genau, das ist die Geburtsurkunde von Marie. Haben wir Hunger, hm? Oh. Glücksgefühle. Die Chance eines Sinnes, romantisch zu sein, ist viel höher, wenn das Ambiente stimmt. Und deswegen würde ich eigentlich mal sagen, es würde nicht schaden. Und ich meine, ein bisschen halt, ja, sind wir nicht ganz alleine. Wir. Oh, Mia. Möchtest du am Yogakurs teilnehmen? Hm. Scheint so. Aber das Ganze so halbnackt? Ich weiß ja nicht. Was? Was ist los? Hä? Wieso? Aber Mia, hallo? Das geht doch nicht. Ah, jetzt ist der Balken wieder hoch. Das war jetzt echt komisch. Ich meine, wir haben doch Zeit. Sie musste doch nur mal zur Toilette. Wieso ist sie da nicht... Konnte sie nicht? Sind die kaputt oder... Nö. Also, eigentlich gehen beide. Ich schau mal wegen den Türen vielleicht. Nö, da habe ich eigentlich nichts geändert außer der Farbe. Hm. Und wir selber können auch. Oh, oh, oh. Ja, ja, hier ist nix. Hier ist noch ein bisschen viel Dampf. Mhm. Ein bisschen viel. Ein bisschen sehr viel Dampf. Ja, ja. Wir haben einfach nur einen großen Aufguss gemacht. Mehr nicht. So, danach müssen wir auf jeden Fall ins Bett. Und ich würde sagen... Wir fragen Mia, ob sie nicht mit uns nach Hause gehen, bitten einzuziehen. Nee, das ist noch ein bisschen zu früh. Ich würde gerne Mia bitten, ob sie nicht mit mir bitten, eine Freundin stellen. Nein. Oh, ja, liebevoll umarmen, das möchte ich sie auch. Ich weiß, du musst aufs Klo, aber einladen, über Nacht zu bleiben, das wollte ich. Wo gehe ich jetzt hin? Okay, ich möchte zusammen sitzen. Und deswegen... Ja, keine Ahnung. Deswegen keine Ahnung. Was haben wir hier? Heiß und Schweiß. Bei einem Techtelmechtel in der Sauna. In der Sauna kommt so richtig ins Schwitzen. Oh, schlechtes Techtelmechtel. Das ist, nicht so toll. Okay, wir stinken auch. Wir sind müde. Deswegen frage ich jetzt Mia einfach. Genau. Oh, oh, Mia. Ja, dann komm schnell mit mir nach Hause. Komm schnell hier weg. Schnell hier weg. Das hat keiner mitgekriegt. Das ist nicht schlimm. Das kann mal passieren. Ist okay. Das ist okay, Mia. Die braucht dann nicht peinlich sein, ja? Ich meine, wir sind ein Mann und waren dreimal von Aliens schwanger. Ja? Wer weiß, was die Aliens noch mit uns vorhaben. Und im Übrigen... Ich sag euch gleich eins. Sollten uns die Aliens jetzt doch einmal entführen und wir werden noch einmal schwanger, dann wird
Jack etwas machen. Und zwar das Krankenhaus besuchen und einen kleinen Eingriff machen. Glaube ich. Weil drei Alien-Kinder sind, glaube ich, schon mal langsam genug. Ich weiß, er liebt zwar Kinder, aber er hätte bestimmt auch gerne mal ein Kind mit mir. Aber gut. Okay, ihr Lieben, nichtsdestotrotz, die Folge ist vorbei. Das heißt, wir schauen mal, wie es den beiden dann so geht und besuchen dann den Park am nächsten Tag. Okay, ihr Lieben, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.